Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal f.coopergaming.tv und zurück bei Pokémon Schwert. Ich hoffe, ihr wart auch schon bei der letzten Folge wieder dabei, wo wir uns den Feuerorden geholt haben. Jetzt heißt es für uns erstmal mit Hopp quatschen. Oder doch nicht? Hey. Wow. Komm, gehen wir, Cooper. Huch. Der Arenaleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ha, ich weiß. Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Hahaha, das gibt's doch nur du. Tja, viele Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Mann, das klingt gut. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Cooper, hopp. Mein Glückwunsch. Reifeleistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arenaleiter, sondern auch als eure Fans. Die Kleine dürfte mich gerne begleiten. Genau. In der Tat, und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir ein Fangesang für euch ausgedacht. Oh oh, das kann nur schlimm werden. Hopp, hopp, hopp. Unser Hopp ist total top. Und Cooper ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Ja, okay. Das Fangesang-Texten sollte er vielleicht jemand anders überlassen. Die Arenaleiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und euren Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Cooper. Claw City wartet auf uns. Genau. So, und nachdem wir den kleinen, schönen Abspann der letzten Arena, die wir bestanden haben, jetzt genossen haben, geht es auch weiter. Da hast du uns wieder, Naturzone. Stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Cooper. Ja, da lang, dann über die Brücke. Theoretisch können wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, können wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Naja, stärkere Pokémon auf jeden Fall. Würde man wahrscheinlich sein Pokémon noch ein bisschen stärken wollen, lieber Haupt, ne? Für mich ist die Sache klar. Ich mach noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's! Ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Och man, ich dachte schon, er hört endlich auf mit der scheiß Legende, aber na gut, ups, was habe ich denn da gesagt? Mit der bösen Legende. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Ich sag mal, musst du so arrogant sein? Ich hab dir schon zweimal eins auf die Mütze gegeben. Komm mal von einem hohen Ross runter. Du hast nie eine Chance gegen mich gehabt. Also hast du ja wohl eher keine Chance auf die Arena-Challenge. Mit dem ach so unschlagbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt.
Alter Falter, ey. So oft, wie ich der schon eins auf die Mütze gegeben habe, dass die noch, oder der noch so eine große Klappe haben kann. Das ist der Wahnsinn. Wie beschränkt muss diese Person sein? Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolut Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Seufzt, du bist ja wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. Der Richtige? Das lila, pinke, Individuum soll ein Er sein? Also ich hätte auf Garantie jetzt darauf getippt, dass es weiblich ist. In der Galamine 2 hat Cooper kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon wieder vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du nur von Cooper und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Oh oh. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Cooper, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Na, wenn das mal nicht ein böses Ende nimmt. Naja, aber egal. Wir wollen ja schon mal nach Claw City. Was haben wir denn da? Was bist du denn für eins? Okay, wir... Ich finde dich zwar nicht besonders hübsch, aber zur Vervollständigung des Pokédex sollten wir es zumindest mal versuchen. Welches Level hast du denn? Mann. Wieso treffe ich immer, wenn ich gerade einen Orden habe, immer auf Pokémon, die dann gleich auch noch höher sind? Das verstehe ich nicht. Was war da eben gerade mit dem Sound los? Mann, das nervt. Und vor allem auch nur ein blödes Level höher. Ach, Mann. So, entschuldigt für den kurzen Schnitt. Aber irgendwie hatte sich meine Capture Card vollgefressen und damit das Programm. Und alles fing an zu zucken, zu ruckeln. Der Sound hat gesponnen. Und mit einmal blieb auch irgendwie das Bild stehen. Also, deswegen musste ich einmal kurz die Hardware wieder klar Schiff machen. Und jetzt gehen wir auch weiter. Und, oh. Okay. Bevor ich nach Claw City gleich kann, werde ich wahrscheinlich nochmal ins Pokémon Center gehen. Aber ich werde diesen Kampf jetzt bestehen. Also das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich verlieren soll. Ich werde da jetzt volle Kanein draufsetzen. Und dann werde ich gleich zusehen, dass ich einfach da durchkomme. Dann will ich mir Claw City nochmal angucken. Und ich denke, dann sollten wir es auch für heute geschafft haben. Ich denke, das wird gleich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber jetzt... Auf, auf! So. Dann versuchen wir doch nochmal Furienschlag. Wieso ist der mit seiner Matschbombe schneller als ich? Mann! Ich will mal schneller sein! Mann, noch ein Pokémon verloren. Oh. Ah, Hilfe! Nein, ich will den Kampf gewinnen. Ich gebe nicht auf. So. Kalmallen. Kalmallen. Darf ich jetzt ran. Und
Wir versuchen mal Aquaknarre, mal sehen, was er dazu sagt. Also, das Pokémon muss eine recht hohe Angriffsgeschwindigkeit haben, wenn es ständig zuerst angreifen darf. Aber ich hoffe, das war's jetzt endlich mal. Na, siehste, geht doch. So, Kamalm. Kamalm ist jetzt auch auf Level 30. Ja. Will jetzt Konter lernen. Puh, mal angucken, was das ist. Konter ist Kampf. Stärke hat es gar keine. Kontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. Physischer, das heißt, es ist nur nützlich gegen Normal- oder Kampfattacken. Nee, ich erlerne es mal nicht. So. So, dann werde ich jetzt einfach mal zusehen, dass ich hier durch die Naturzone komme. Nach Chlor City. Und da werde ich dann das Pokémon Center aufsuchen. Oh, endlich aus dem Regen raus. Nee, hier war, hatte ich ja schon in meinem Livestream ein bisschen Pokémon gesammelt. Beziehungsweise, nachdem der Stream irgendwie am Ende anfing Ärger zu machen. Ich denke mal, dass das auch in meiner Capture Card lag. Bin ich ja noch so ein bisschen rumgelaufen. Ist nun mal so, ich will ja in meinen Parts eigentlich möglichst wenig in der Naturzone Zeit verbringen. Ups, da war was. Pokéball. Okay. Damit ihr nicht die ganzen Lauf- und langweilige Geschichten. Ich glaube nicht, dass das so interessant ist für Videoparts. Von daher, das sind so Sachen, die kann man machen im Livestream, wie ich das eine Mal schon gemacht habe, oder halt wirklich offscreen, dass ich das dann für mich mache. Ja, aber wie ihr schon seht, die Naturzone sieht echt hübsch aus und die ist riesengroß, ne? So, aber ich glaube, das letzte Stück, das sieht so aus, als wenn ich noch ein ganzes Stück zu laufen hätte, werde ich jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Wir sehen uns gleich wieder. City. Ah, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz deine Arena-Orden überprüfen? Da hätten wir den Pflanzenorden und den Wasserorden und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Ja, das habe ich auf... Oh, was will der denn schon wieder hier? Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm eine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich er wäre, würde ich mich aus der Arena Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboden verschluckt werde. Sieh da, sie wollen meinen Orden sehen. Bitte sehr. Danke, Challenger Bertis. Ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Dieser arrogante... Oh, Blödmann, ey. Den haben... Der hat gegen uns schon so oft haushoch verloren. Und macht trotzdem immer einen hier auf dicke Hose. Kann ich überhaupt nicht leiden. Coole Arena. Chlor City. So. Ja, hier gibt es auch wieder eine Boutique, wie ich gesehen habe. Da gibt es
cooler Drachenkopf. Also sieht echt nice aus, muss ich ja sagen. Also, das Spiel beeindruckt schon mit seiner Grafik und mit den schönen Details. Also, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich finde es sehr hübsch gemacht. Ja, so. Vielen Dank für deine Geduld. Bla 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 und fertig. Wir sehen uns bald wieder. Ja, übrigens, bla bla bla. Dafür brauche ich aber erst den Erweiterungspass. Den habe ich mir jetzt doch noch nicht geholt. Ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, ob ich das jetzt schon mache. Ich würde es einerseits gerne, auch weil es neue Pokémon gibt. Aber andererseits, ja, die neuen Zusatzsachen sind ja auch noch nicht draußen. Ich muss das mal abwarten. So, Liga-Präsident Rose. Gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten? Meine Mission, Wunschsterne und Orden zu sammeln, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Bertis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du eine Empfehlung für die Arena Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, dass Sie so belastet. Nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galas. Und Gala braucht nicht nur Wunschsterne, Gala braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der den Champ an Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rose. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen die Leute bei der Arena Challenge sehen. Bertis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du mir kurz folgen würdest. Naja, der gute Präsident ist immer noch in Urlaubsklamotten. Schöne Badeshorts übrigens. Würde ich nie im Leben tragen, sieht viel zu hässlich aus. Na, Cooper? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter dem Dynamax-Bändern, die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bildet. Ja, das weiß ich doch schon alles. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen steckt nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen im Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Gala-Region erzählen. Bitte folge mir. Oh gut. Dann werden wir doch nochmal hier reingehen. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Informationen. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Chlorstadions absorbiert Energie. Diese wird dann im unterirdischen Energiewerk in Strom für die ganze Gala-Region umgewandelt. Okay. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galas mit Hilfe der Energie der Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Oh, ich würde ja gern noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur
Schatzkammer gehst, Cooper. Sie liegt in Richtung von Route 6. Na gut, ich soll zur Schatzkammer. Route 6. Ah, okay, das ist dann gleich, wenn wir jetzt auf den Bildschirm gucken, links von meinem lieben Charakter Cooper aus gesehen, wäre es rechts. Aber das werden wir denn das nächste Mal im Angriff nehmen. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Part gehabt. Ich wünsche mir, dass ihr mir das gerne auch zeigt, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt mir doch ein Like, smash den Button. Freue ich mich drüber. Außerdem zeigt es mir, wenn ihr es noch nicht getan habt, indem ihr mir noch ein Abo dalasst. Oben links habt ihr gleich die Möglichkeit. Unten links gibt es natürlich die Verlinkung auf die Playlist von Pokémon Schwert. Unten rechts findet ihr wieder die Playlist, nicht Pokelist, sondern Playlist von Luigi Mansion 3. Und oben rechts das Video Umfrage, welches Spiel soll als nächstes kommen, wenn eins meiner Projekte fertig ist. Klickt bitte fleißig darauf, stimmt mit ab, zeigt mir, was ihr sehen wollt. Ich werde mich natürlich danach richten. Und jetzt heißt es von meiner Seite aus auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis dann.